Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser Wochenbotschaft vom 6. bis zum 12. Mai. Wollen wir doch mal schauen, was uns hier so erwartet, worum es hier geht in dieser Woche. Wir haben hier die Fische-Energie. Ich würde tatsächlich auch gerne mehrere Karten auslegen, aber mir kommen hier schon einige Impulse. Wir haben die Einfachheit, auch die Leichtigkeit. Das Ziel ist fast erreicht. Wow. Okay. Und wir haben den grünen Mann. Wow, was für eine schöne Energie. Also da muss ich ja jetzt sagen, das fühlt sich richtig gut an. Also, ich habe mehrere Bilder bekommen und Impulse. Ich sehe, dass du am Wasser bist. Ich sehe, dass du irgendwo unterwegs bist, wo es Wasser gibt. Vielleicht an einem schönen Fluss, See, Teich, Meer, was auch immer, Ozean. Vielleicht bist du mitten auf dem Wasser oder am Wasser. Oder in der Nähe vom Wasser, aber ich sehe dich irgendwie am Wasser. Und ich sehe, dir geht's gut, du entspannst dich, du fühlst dich leicht, die Dinge gehen dir leicht von der Hand, die Dinge entwickeln sich auch super leicht. Also es ist irgendwie so eine angenehme Energie, so total fließend, einfach. Du fühlst dich leicht, die Dinge laufen auch einfach. Ne? Also das ist irgendwie so eine, du fließt so im Strom. Du gehst mit dem Fluss, du lässt dich so ein bisschen treiben und die Dinge laufen einfach. Und du weißt auch, du bist fast da. Vielleicht hast du ein bestimmtes Ziel vor Augen in dieser Woche. Vielleicht machst du einen Ausflug oder du hast vor, irgendwo hinzureisen, hinzufahren. Du hast ein bestimmtes Ziel. Das Ziel ist fast erreicht, der Weg ist auch das Ziel. In irgendeiner Angelegenheit hast du etwas fast abgeschlossen. Vielleicht geht auch etwas, kommt etwas vielleicht auch in einer Form fast zum Höhepunkt oder ist fast schon erreicht im positiven Sinne. Irgendein Ziel, was du dir gesetzt hast, da sehe ich, wow, okay, das möchte ich erreichen, du bist fast da. Also du bist schon in irgendeiner Form dabei, ja, einen Erfolg zu haben, ein Ziel zu erreichen. Mit dem grünen Mann, der spricht auch von Fülle. Alles, was ich begehre, fällt mühelos mir zu. Dessen bin ich gewiss, denn Fülle erfahre ich in all meinem Tun. Der grüne Mann hat alles, was er braucht. Der spricht von Reichtum, Fülle. Lasst mich mal kurz nochmal da reinschauen. Ach, ich wollte eigentlich noch ein anderes Orakelkartenset benutzen. Jetzt habe ich das total vergessen. Ja, dann ist es wohl so. Vielleicht lege ich das am Ende nochmal. Fülle, genau, also wirklich Reichtum, Geld, Leichtigkeit. Es fließt dir mit Leichtigkeit zu. Fülle, Reichtum fließt dir mit Leichtigkeit zu. Ist das nicht so eine super Message? Also irgendwas läuft hier einfach wie geschmiert, habe ich das Gefühl in dieser Woche. Das sieht richtig gut aus. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, was das Hauptthema hier ist. Und dann gehen wir auch noch ins Tarot über. Das Hauptthema sind die Mäuse, das sind Zweifel. Das widerspricht sich doch schon wieder hier. Aber gut, vielleicht ist jetzt auch ein Ende von den Zweifeln. Vielleicht lässt du jetzt die Zweifel hinter dir. Vielleicht hattest du jetzt bisher die letzten Wochen, ich weiß noch, die Wochenbotschaften, da ging es irgendwie um Konflikt und dass man die löst und irgendwas war hier nicht so schön, nicht so angenehm. Ne? Irgendwas war da. Und da, irgendwas hat dich da nervös gemacht, ne? Irgendwas hat dir Sorgen bereitet. Und vielleicht ist das jetzt vorbei. Aber das Thema wird hier noch angezeigt. Gut, lassen wir so stehen. Dann schauen wir mal in die Tarotkarten, was die denn dazu sagen. So, liebes Universum, ich hätte hier gerne mehr Informationen zu dieser Woche vom 6. bis zum 12., was hier passiert. Wir haben die 5 der Stäbe.
Wir haben das Rad des Schicksals, wunderbar. Wir haben den Ritter der Münzen. Ich packe die hier mal so daneben. Wir haben den Ritter der Münzen. Oh, mir kommen jetzt hier schon richtig die Impulse. Wir haben die zwei. Strategie bekomme ich ständig rein. Du hast eine passende Strategie. Du machst hier etwas sehr schlau. Du hast hier wirklich auch Plan von etwas und du planst hier auch längerfristig. So eine Karte fehlt uns jetzt noch. Die Königin der Münzen, aber hier in männlicher Form König der Münzen, in weiblicher Form, aber es ist der König der Münzen. Schaut mal, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich habe das Gefühl, es geht hier wirklich um Finanzen, Geld, den Job, irgendetwas, ein Geschäft, ein Vertrag, irgendetwas, ein Projekt, also egal, ne, was auch immer das ist. Das hat mit deinen Finanzen oder mit deinem Job zu tun, das hat mit Erfolg zu tun, das hat mit Reichtum zu tun, mit Fülle zu tun. Und du hast hier einfach einen richtig guten Überblick. Also du machst hier etwas, was total intelligent ist. Langfristig gesehen ein sehr intelligenter, vernünftiger Schritt. Strategisch gesehen eine sehr gute Idee. Das könnte zum Beispiel ein Projekt sein, wo du weißt, boah, das bringt mir den Durchbruch oder das ist genau das, was ich jetzt brauche. Das ist eine Geldanlage, die richtig gut ist, die gut laufen wird. Das ist eine Entscheidung, die du treffen wirst für deine weitere Zukunft, die einfach langfristig gesehen total vernünftig und intelligent ist. Das ist eine gute Grundlage. Du triffst eine Entscheidung, bei der du ganz, ganz deutlich einfach die Nase vorn hast. Aber sowas von. Du hast hier die Nase vorn. Du machst hier etwas wirklich richtig. Sehr entschiedenen Energie aus deiner Mitte heraus. Eine vernünftige, kluge, strategisch intelligente Entscheidung. Es könnte sein, dass du im Hinblick darauf Unterstützung von anderen bekommst, vielleicht ein Team, was dich unterstützt, mehrere Personen, die an dieser Sache arbeiten, Unterstützung durch andere, die dein Vorhaben oder dieses Projekt weiterbringen. Und in dieser Woche mit dem Rat des Schicksals wirst du auch wichtige Entscheidungen und wichtige Ereignisse für deine weitere Zukunft treffen, erleben, Dinge, die einfach an der Zeit sind. Mir fällt hier die Uhr sehr stark auf, die sie in der Hand hält, die einzelnen Zahnräder, die hier was in Bewegung bringen. Irgendwas ist an der Zeit, irgendeine Bewegung setzt sich jetzt fort. Diese Bewegung wird vielleicht nicht so schnell sein, aber diese Bewegung, das werden Schritte sein, die wohl überlegt sind und die vernünftig sind, die auch auf einem festen Fundament und Boden stattfinden. Die Kraft sagt mir auch, dass du in dieser Woche Spaß haben wirst, dass du irgendwas erleben wirst, was dich mit Freude erfüllt, wo du dich lebendig fühlst, wo du dich kraftvoll fühlst, wo du Energie spürst, Tatendrang, Unternehmungslust und vor allem auch hier Unternehmergeist in was auch immer das ist, was du hier planst. Ich sehe, du steckst dein Geld in etwas richtig Gutes rein. Das Ziel ist fast erreicht. Reichtum und Fülle erwarten dich hier. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, die ich hier sehe. Ich würde ganz gerne die Mäuse einmal klären, diese Zweifel, Sorgen in Bezug auf was machst du dir hier Sorgen? Weil die sehe ich überhaupt nicht in den Karten, weder hier oben noch hier unten. Deswegen hätte ich die gerne einmal geklärt. Die zwei der Kelche. Die Sonne. Irgendwas klärt sich hier. Die Hohepriesterin. Eine Verbindung oder ein Vertrag klärt sich zum Positiven.
Eine Verbindung, ein Vertrag klärt sich zum Positiven. Ich hätte gern die zwei der Kelche geklärt. Die Herrscherin. Ich glaube, das ist etwas, was wir in der letzten Wochenbotschaft hatten. Ganz eindeutig. Der Teufel, ja, das ist genau das Thema, was wir in der letzten Wochenbotschaft hatten. Da hatten wir die Königin und wir hatten irgendeinen Zustand, wo du drüber stehst, wo du... Ich meine, wir hatten sogar auch den Teufel in der letzten Wochenbotschaft. Und es ging so ein bisschen um das Thema, ja, da ist irgendwie was, vielleicht auch sowas wie eine Verführung oder irgendetwas, wo man vielleicht auch dran festhält, wo man sich immer wieder hingezogen fühlt oder wo man vielleicht auch, ist das mit irgendwas Negativem behaftet? Aber ich sehe, du löst dich daraus, es klärt sich auf. Und vor allem die Herrscherin und die Hohepriesterin, das sind solche Energien, die bleiben in ihrer Mitte, die sind geerdet, die gucken sich das vernünftig an, aus einer Position heraus, wo man in der eigenen Schönheit ist, der eigenen Kraft ist, in einer sehr erhabenen Position. Und man steht darüber, über den Zweifeln, über den Konflikten, über diesen Teufelthemen. Und dir wird etwas hier bewusst werden. Vielleicht kommen auch hier gute Nachrichten rein. Das sehe ich auch so ein bisschen hier in der Schwalbe, dass das hier eine Möglichkeit ist, dass hier gute Nachrichten reinkommen. Die Fische und die Hohepriesterin sagen mir auch, du hast hier eine sehr entspannte Woche, wo du sehr stark in Verbindung bist mit deiner inneren Stimme, mit deiner Intuition, mit der göttlichen Quelle. Also vielleicht machst du hier auch irgendwelche meditativen Praktiken, beschäftigst dich mit irgendwelchen spirituellen Themen, die dir helfen, dich zu erden, mehr Leichtigkeit zu verspüren, mehr bei dir selbst anzukommen und mit diesen Zweifeln und Sorgen zu arbeiten, die ein für alle Mal auszulösen. Und wir sehen ja, du hast keinen Grund zur Sorge, du hast keinen Grund, hier Zweifel zu haben, weil einfach die Entwicklung hier super stabil ist, vernünftig ist. Also du machst hier auch genau das Richtige. Du weißt, wann es Zeit ist, aktiv zu werden. Du weißt auch, wann es Zeit ist, abzuwarten, weil ich sehe dich auch hier so ein bisschen abwarten. So sehr, okay, das Vernünftigste wäre jetzt, hier im Hier und Jetzt zu sein. Also ich sehe dich sehr stark im Hier und Jetzt. Du bist hier nicht in der Vergangenheit, du bist hier auch nicht in der Zukunft, sondern du bist im Hier und Jetzt und du bist ganz bei dir. Und das ist genau richtig für deine Situation, weil da bist du in der Fülle und da entwickeln sich die Dinge zum Positiven für dich. Da schöpfst du aus einer ganz anderen Quelle heraus. Ich glaube, mit dem Rat des Schicksals gibt es ja auch eine Wende. Ich hätte gerne das Rat des Schicksals geklärt. Vor allem das Rat des Schicksals ist ja auch die Lernaufgabe. Du hast hier vielleicht eine wichtige Lernaufgabe hinter dich gebracht oder diese Lernaufgabe wird in einer Form in dieser Woche gelöst. Schauen wir uns mal diese Geschichte hier an mit dem Rat des Schicksals. Also das ist auch etwas, was einfach dran ist. Wir haben die Königin der Kelche. Wir haben den Pagen der Schwerter. Und wir haben den Eremiten. Ja, es sieht für mich so aus, als ob du dich in irgendeiner Angelegenheit zurückziehst. Du ziehst dich in eine Angelegenheit zurück und du bleibst ganz bei dir. Du reflektierst. Du nimmst dir Zeit zum Reflektieren, du nimmst dir Zeit zum Nachdenken, du spürst in dich rein, auch deine Intuition hier, ne? Du fühlst, wie fühlt sich das an? Du könntest dich vielleicht hier von gewissen Personen zurückziehen oder aus Situationen zurückziehen. Und so sehe ich dich auch. Mit der Fische-Energie und mit dieser Einfachheit, so als ob du irgendwo bist an einem Ort, der kann auch in dir sein, also das sowieso. Aber vielleicht bist du tatsächlich im Außen an irgendeinem Ort, wo du Ruhe findest, wo du zur Ruhe kommst und da ist Frieden und es ist schön. Und ich sehe Wasser.
Ja, also du bist irgendwo am Wasser. Du ziehst dich zurück und fährst vielleicht zum Wasser, ans Meer, an einen See, bist irgendwo am Fluss, was auch immer. Ich sehe, du ziehst dich zurück ans Wasser. Und du nimmst dir Zeit zum Reflektieren. Und du spürst nach, wie geht's dir damit? Scheinbar ist hier die Wochen zuvor etwas passiert, was du jetzt reflektierst. Ich sehe das jetzt so ein bisschen in der Verbindung mit den einzelnen Botschaften. Und ich kann mich noch an die letzten zwei Botschaften erinnern und da war das eher so eine Konfliktenergie und irgendwas war da schwierig und irgendwas, wo es um, es ging irgendwie darum, etwas zu lösen. Und ich glaube, dieses Thema der Sorgen und der Zweifel hast du hier vielleicht noch mitgenommen, aber du hast hier den totalen Gamechanger. Das Rad des Schicksals dreht sich, also du gehst hier wirklich auch nach vorne und erkennst auch die Fülle, den Reichtum in dir, ne, dein Selbstwert. Ich würde dir ja gratulieren, also für mich sieht das ganz danach aus, das Ziel ist fast erreicht. Ne? Deine Lernaufgabe ist hier gelöst. Ich musste auch ganz interessant bei den Mäusen irgendwie an so ein Labyrinth denken. Kennt ihr das, wenn man so Mäuse in ein Labyrinth schickt und irgendwo ist ein Stück Käse versteckt oder was auch immer? Und die laufen durch dieses Labyrinth durch und ich dachte so, da gibt es irgendwie ein Rätsel oder da gibt es irgendwie so eine Schwierigkeit, wo man vielleicht keinen Durchblick hat, aber das löst sich auf. Vielleicht willst du den Käse auch gar nicht mehr haben, bekomme ich gerade rein. Dann machst du was ganz anderes. Also ich sehe, du vertraust viel mehr. Du bist viel mehr bei dir. Viel, viel mehr. Du triffst gute Entscheidungen in dieser Woche, sehr vernünftige Entscheidungen. Aus der Fülle heraus. Also hier sehe ich wirklich so Reichtum, Fülle. Das ist alles, was du brauchst. Hier gibt es keinen Mangel. Es geht dir gut. Du lässt es dir auch gut gehen hier mit der Kraft. Und du fühlst dich auch sehr kraftvoll. Also du fühlst dich voll und ganz in deiner Energie. Und diese Zweifel hier, die löst du. Hier kommt mehr Leichtigkeit rein. Die Situation beruhigt sich irgendwie. Meine Lieben, machen wir Schluss oder ziehen wir noch eine Karte? Komm, wir ziehen noch eine Karte. Noch zum Abschluss hätte ich gerne eine Botschaft. So, können wir hier noch zu dieser Wochenbotschaft irgendeine Botschaft bekommen? Ein Hinweis? Irgendetwas? Die Eiche. Schau nicht nur nach innen, tauche tief in die ewigen Reiche des Wissens ein. Ja, die Eiche spricht auch von Weisheit, von Reife. Also ich glaube, dass du hier einen ganz wichtigen Reifeschritt durchmachst. Einen sehr, sehr erhabenen, sehr reifen Schritt. Wow. Meine Lieben, das war's auch schon. Ich sag vielen Dank für die Unterstützung durch das kostenlose Abo. Einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Danke auch für die Spende, wenn ihr was spenden wollt. Und ansonsten alle Infos findet ihr unten in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.